Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute haben wir einer der stärksten Jungs, ich sag jetzt einfach mal, vielleicht europaweit, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir heute eine richtig fette Boxautomaten-Challenge. Mir gleich wirklich ein Abschwitze. Zieh schon mal mein Winterunterhemd aus. Muss ich auch einmal vorstellen, mit dabei. Der gute Rico ist am Start hier. Sag mal hier einmal Moin Moin, hallo, schönen guten Tag. Dann haben wir den guten Leonidas. Moin Moin sagt man hier, oder? Genau, richtig. Dort hinter ist sein Kameramann, Name nochmal? Emil. Oder Emilio war der Spitzname, ne? Und hier haben wir den schleudernden... den schleudernden, ja, auf jeden Fall. Ich mach mich schon mal ready. Ich hoffe, Eike ist auch am Start hier. Dass wir ordentlich treffen jetzt gleich, ne? Und ich hier nicht untergehe zwischen den Monstern. Hast du mal Kampfsport irgendwas gemacht so? Nö, ich hab mal, wie heißt es auch noch? Fußball gespielt. Ja, das sowieso. Ich hab mal Judo gemacht für 2 Wochen, aber ich habe gemerkt, dass es nichts für mich ist. Ah, okay, dann bist du ja genau richtig heute hier. Ja, ich schau mal. So, die machen sich jetzt hier alle warm. Ich darf jetzt nicht pennen, weil sonst bin ich nicht warm und dann haben wir verloren. Leonidas will jetzt hier mitlaufen. Wo ist meine Cappy an? Das war ja ein LKW gerade. Aber das reicht doch schon, ich darf meinen Pulver nicht. Ja. Nach der ganzen Power kommt die Übersäuerung. Drück mal rauf oben auf den Knopf. Wie war das nochmal? Jahrelang. Genau. Beste Erfahrung. Das geht doch, ne? Ja. Anfang? Auf nett. Ich weiß nicht, was muss man denn hier so schlagen? 2,6. Einfach versuchen, den Rekord hier zu brechen. Das ist ja gar nicht so weit weg, oder ist das noch ein großer... Das ist echt ein großer Sprung, ja, wirklich. Das ist echt krass, okay. Ja. Fast 130, also ein bisschen mehr als 130 vielleicht. 130 Kilo, der gleich wie 78, Alter. Wie viel wiegst du jetzt? 130, beim letzten Mal war ich bei knapp 136 ungefähr. Ach, die 6 Kilo merkst du jetzt schon, dass du sagst, okay, heute bin ich wendiger, oder was? Also, da weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, allgemein merke ich es schon, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt so ein paar Warm-Up-Schläge nochmal, so, oder? Ja, komm. Hier nochmal auf schnell durchgehen. Die Frage ist jetzt, die Challenge auch mit Anlauf? Ja, oder aus dem Fußgelenk? Also, ich würd schon sagen, mit Anlauf. Es ist schon ziemlich knapp gewesen jetzt, oder? Ja, war ja auf halb nur, ne? Wir wollen das hier nicht übertreiben. Damit hole ich jetzt die ganze Exklusivität raus. So, letztes Warm-up. Aber hast du nicht getroffen? Nee, hat nicht richtig getroffen. Ah, okay. Wollen wir Regeln aufstellen irgendwie? Wer Anlauf nehmen will, der kann es machen. Wie viele Runden machen wir? 3. Wir haben 3 Schläge. Okay. Ich würde sagen, du startest. Dann du, dann ich, dann du. So, auf Ricos Handy haben wir jetzt hier unsere Notizen, was jeder Einzelne gleich schlägt an Punkte, beziehungsweise das Höchste. Ich will jetzt einmal im Stand machen. Ja. Und einmal mit Anlauf. Ja. Und dann schauen wir mal, wie weit es so lief. Und dann beim letzten Schlag, dann entscheide ich mich dann so einfach mal. So, ich mache jetzt den Uwe. Au. Was ist denn das Teil geschlagen? Ja, hier. Ach, du bist hier gegen gekommen? Ja. Wie geht das denn, Digga? Oh, fuck. Aber mein... Das war aber ja bei der hat tatsächlich... Da muss er jetzt mit links schlagen, wa? Hoffentlich nicht zu gebrochen, Mann. Nee, gebrochen glaube ich nicht. Dann würde ich glaube ich mehr. Hat er noch nicht das da? Dann geht in die Küche, komm. Scheiße, das war auch schon besser. Was hast du? 43? 43, ja. Ja, dann geht er noch was. Bist du so ein Druckmensch? Für die Spannung, ja, ich brauch das. Nein, du machst das. Ja, ich auch. Sonst hätten wir uns gemütlich, weißt du? Das sind jetzt Leute, die können damit gar nicht umgehen. Das ist geil. Ja. Ja, nett. Der hätte noch besser sein können. Ja, ja, ich hab den Fehler gesehen. Boah, der war richtig gut. Scheiße, nein! Ah, nein! Boah, guck mal. Jetzt brauche ich 5 Minuten. Ich muss mir jetzt erstmal zeigen. Jetzt bin ich aber wieder für dich, weil ich muss sagen, ich will auch, dass du es irgendwie heute schaffst, weißt du? Weil ich weiß, du bist so leistungstechnisch, dass darauf hast du Bock. Ja, ich muss nur einen Versuch, ne? Oh, ja. Also wenn das hier nicht mal Wettkampfniveau ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Was brauchst du jetzt? Ich brauche jetzt 5 Minuten. Okay. Ja, mach grad, ich bin dann so ein Typ, ich brauche jetzt Zeit. Ja, mach mal, konzentrier dich, mach mal ein bisschen Affirmation, Visualisierung, alles was dazu gehört und dann geht's los. Was war das jetzt? Das war ein bisschen seitlich geschlagen leider, weil ich ein bisschen Angst immer noch gehabt vom letzten Mal. Ich weiß auch nicht. Ja, fährst du bis zum Headboarder? Och, wenn's gut läuft, so 18 Minuten. Guck dir das an hier, anderthalb Stunden. Ey, das kannst du. Ja, komm, du bist 1,5 Stunden gefahren. Da 5 Minuten nicht um, ne? Das reicht schon.
Also Eike fällt gleich ins Krankenhaus. Oh, Eike hat sich ernsthaft verletzt. Wo ist er denn? Alles gut soweit? Ist er schwindelig oder so? Ja, ich habe Kreislauf und ja, okay. Das muss auf jeden Fall genäht alles werden. Alles gut, ja. Ja, okay, das muss genäht werden. Ja. Ich fahre gleich mit ihm los, ne? Ja. Ich fahre hier Altona als Klippios. Ja. Das sieht schon schlimm aus. Das werde ich auch jetzt hier nicht zeigen, weil das ist echt nicht. Muss man auch nicht zeigen. So. Ja, rufen wir mal danach an, weißt du, was da noch los ist. Und dann. Ja. Manu hat erste Hilfe geleistet hier? Yes. Sehr gut, so gehört sich das. Super. Ah, ätzend, Alter. Das ist so. Mein erst extra aus Berlin hergekommen, der Eike. Ach Mann, ich mag ihn noch so. Ja Leute, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, beziehungsweise wer der Gewinner war von dem Ganzen, müsst ihr mal Leonidas seinen Kanal abchecken. Und das tut mir jetzt echt leid für Eike, ne? Also es ist echt scheiße gelaufen. Ich verlinke euch mal die Jungs in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, kleine Unterhaltung so für zwischendurch. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns morgen zum nächsten Daily Vlog.